noch was für Ihre Männer? Sicher könnten Sie sich gering behaupten, dann müssten wir neue Gewichtsklassen erfinden. Ihre Männer sind vorhin ein bisschen böse hier weggegangen. Ja. Der eine, der war nur 80 Kilo. Der hätte da noch eine Chance mitzumachen. Deswegen haben Sie da gesehen, das war sicher einer von den Zuschauern hier bedacht. Also Boxen ist kein Ausgleichssport oder Vorbereitung wettkampfmäßig. Boxen sehen mit richtig mit Handschuhen auch mal. Also ich komme zum Beispiel vom Boxsport. Ich habe zuerst geboxt, bin dann zum Ringkampf gekommen und die meisten Jungs hier, die machen alles. Die Amis kommen alle vom Football, Boxen, die Asiaten kommen Football, Karate, Boxen, Ringen, alles. Also alle Kampfsportarten sind eigentlich vereint. Und das Beste sucht man sich dann raus. Und wenn man zum Beispiel zum Berufsringen geht, kann man das alles einsetzen. Es kommen Gelegenheiten, wo man die Judo-Griffe brauchen kann, wo man Boxschläge brauchen kann. Das ist ein Job, da kann man fast alles anwenden. Ja, ja, danke, danke. Wir brauchen keine Probe, ich glaube Ihnen. Ja. Gibt's eigentlich ein Mindestgewicht beim Catchen? Ja, ich weiß nicht, ob wir Sie unterbringen können, aber... Na, also, ich habe etwas Übergewicht, 1,87, 83 Kilo. Es gibt sehr viele Untergewichtige, die glauben, sie könnten auch Catcher sein. Das sind Untergewichtige. Nur wenn Sie dann in den Ring kommen und Sie sehen, wie klein der Ring ist und wie groß der Gegner, dann kommt die wahre Erkenntnis wieder und das ist blitzschnell vorbei. Ich glaube, für mich ist es besser, da bitte ich die Regie erstmal den vorbereiteten Film einzufahren. Wir schauen uns mal an, was Catchen zurzeit in Bremen so alles bietet. Ist denn in diesem Jahr weniger los? Nein, es ist in diesem Jahr sogar noch besser, das wissen Sie ganz genau, Sie waren ja auch schon da. Aber ich sage nur, wieso habt ihr keine neuen Filme? Was spielt ihr die alten Kisten vom letztes Jahr ein? Es ist eine ganz neue Mannschaft da, ihr seid schon 3-4 Mal in der Halle gewesen und alles dreht, werdet ihr mit dem Schneiden nicht fertig oder was ist los bei euch? Liebe Zuschauer! Wenn Sie zu Hause catchen sehen wollen, können wir Ihnen nur sagen, schauen Sie zum Beispiel am Montag mal in Sportbild oder schauen Sie auch jeden Tag um 18.35 Uhr im dritten Programm rein. Da war nämlich Otto Wanz und seine Catcher-Mannschaft von 92 schon ein paar Mal zu sehen. Nee, uns hat das gefallen, Ihnen nicht? Ja, mir hat das sehr gut gefallen, ich meine, mit der Musik und den ganzen Klamauk dazu. Wenn man so langsam fällt, das kann ja kein Mensch fallen. Ich habe das wieder schön hingekriegt, aber trotzdem, wenn man in der Halle ist, sieht das ja alles ein bisschen anders aus, ne? Letzte Frage, gibt es in diesem Jahr noch einen richtigen Höhepunkt? Die erste. Nö, wir sind schon. Nichts ist nicht länger als die also anderen. Ja. Gibt es in diesem Jahr noch einen Höhepunkt, wo Sie sagen, da muss man hingehen? Es ist jeder Tag ein Höhepunkt, kein Tag auslassen. Am Sonntag große Meisterschaft, Jimmy, der Superfly Snooker gegen Tony Sinclair am 13. kommenden Sonntag. Und dann das Eurocatch Festival, 3 CBA-Weltmeisterschaften, 6 Superstars von Amerika werden eingeflogen, ein Tag. Don't miss it. Ja, und nun sagen Sie nochmal, wir gehen nicht gut mit Ihnen um. Otto Wanz, alles danke. Gut, danke.